Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Outlaws, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt durch Ubisoft. Wir wollen jetzt mit dem Pikefuzzi hier noch reden. Wenn er denn nochmal mit unserer Gorak oder so heißt dann. Wir haben ein sehr schlechtes Verhältnis zu den Pikes im Moment. Das letzte Mal. Weil scheinbar das Ganze doch negativ sich ausgewirkt hat. Es ist nicht so ausgegangen, wie ich dachte. Gorak, du wolltest mich sehen? Direkt zum Geschäft. Gut. Ich weiß, du hast viel zu tun als, Pike. Gouverneur Torben und Crimson Dawn wollen mich rausdrängen. Haben sich mit einem meiner Leute verschworen. Ich soll deinen Verräter finden. Und mir die Person bringen. Für ein Gespräch. Ah, du brauchst eine Außenseiterin, damit niemand davon hört. Es ist eine komplizierte Situation. Eine Agentin von Crimson Dawn wurde abgehört, als sie das plante. Wo? Am Irogana-Markt. Ich schätze, sie sammeln noch Informationen. Ich will wissen, wohin sie das alles weitertragen. Schon dabei, Gorak. Okay. Ich will meinen Ring wieder. Oh, ne. Du hast einen Ring verloren. Ist der wertvoll? Ha, du hast Glück, dass ich dich brauche. Weg jetzt! Okay. Der Verräter. Ja. Ich will nochmal eine Sabak-Runde spielen. Hey, kennst du Kaslos Spelunke? Frag vielleicht weiter die Gasse runter. Okay. Hi, kennst du einen Laden, der Kaslo gehört? Ach, na klar. Kannst du mir sagen, wo er ist? Wenn du so mit Geld um dich wirfst, hast du doch sicher ein paar Kredits übrig. Na klar. Mehr bekommst du aber nicht. Da drüben. Aber ob du da reinkommst? Ach, echt jetzt? Na, irgendwie kommen wir da schon rein. Wäre doch gelacht. Kusama? Hey, bist du Kaslo? Chitama Bona. Das muss es sein. Komm, Nix. Suchen wir einen anderen Eingang. Vielleicht von da unten. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen, dass wir von da draußen irgendwo hinkommen. Wegen der Sonneneruptionen der letzten Woche ist heute Abend mit ungewöhnlich starken Stürmen zu rechnen. Die Dann können wir hier auch zu dem Gleitermechaniker. Sie etwas Bestimmtes? Bis dann. Man sieht sich. Tschüssi. Genau, von hier unten hätte ich jetzt behauptet, gibt es vielleicht wahrscheinlich einen Weg rein.
Jetzt ja auch irgendwie nix. Noch weiter außenrum irgendwo ein Eingang? Ich glaube nicht. Leicht von hier drüben, könnte ich mir vorstellen. Das probieren wir noch und wenn es dann nicht geht, dann schauen wir erstmal in der Open World weiter. Hallo, gehört das Caslo? Nein, wir haben eine Lizenz. Das ist eigentlich unser spielesüchtiger Freund. Und er sitzt jetzt hier. Hey, ich hab den Hauptgewinn! Als ob. Du machst Witze. Hier dein Anteil. Ich hab doch gesagt, das lohnt sich. Du hast echt geliefert. Danke. Nice. Nö, eins weiter vorne. So cool. Ob das echt geklappt hat. Ja, gar nicht glauben können. Na, was geht, Großer? War mir sicher, dass ich da jetzt mein Geld verschwenden hab. Hier darf niemand rein. Oh, ich will doch nur Sabak spielen. Hältst du denn auch den Mund, was unser kleines Spiel hier angeht? Ich lasse Kredits reden. Das klingt gut. Mhm. Bosnok. Spieltisch. Bosnok. Schön, dich zu sehen. Wie läuft's bei Crimson Dawn? Eindringling. Tja, ihr Lehrer kann echt nerven, aber was soll man machen? Dafür krieg ich den Bonus. Hör mal, ich warne dich. Ich bin in letzter Zeit echt gut geworden. Oh, spielst also bei den Großen mit? Aber denk dran, nicht schummeln. Ich habe ein Auge auf deinen kleinen Freund hier. Schau ihn dir an, so viel du willst. Ich hol mir deine Kredits. Na gut. Sie haben immer ohne Schummeln gewonnen. Bei deiner großen Klappe werfe ich noch einen ganz besonderen Bonus in den Topf. Spielen wir. Ja, passt schon. Langweil mich nicht, ja? Wir werden sehen, wir werden sehen. Können wir jetzt wieder um Stunden handeln. Was war das hier? Würfel. Also wir wollen eine so niedrige gelbe Karte wie möglich. Jetzt abgeworfen. Neue Karte. Eine 4, eine 3 haben wir ja. Na super. Na dann. Da sehe ich mich. Zwei Hochstaplerkarten auf einmal.
In der Einserkarte, ne? Gib mir was Gutes. Nehme ich die sogar. Weil mit dem Zweimalwürfel weiß ich ja nicht, wie das läuft. Ich hab einen Wurf. Komm jetzt. Das Zeichen muss ich würfeln, ne? Das ist jetzt schlecht. Oh. Das ist nicht gut. Haben wir jetzt nur noch zwei oder so? Scheiße. Nimm das. Dann schauen wir mal. Nun gut. Tja, tut mir leid, Leute. So, gib mal mein Geld zurück. Nein, das wollte ich jetzt nicht, Mann. Du bist so blöd. Mann, was sollte das denn jetzt? Ich wollte nur von den Karten wieder weg. Ich wusste, was drücken soll. Naja. Meinst du packst das? Na, ich bin neues Glück oder so. Ich finde Startern. Na, geht die zwei. Schenkt hier für so Müll. Komm schon. Viel Spaß damit. Na dann. Nochmal ein Einser. Ja, jetzt top. Naja, zumindest ein Dreier ist schon mal gut. Wir brauchen schon einen Sabak, damit wir irgendeine Chance haben. Er hat natürlich schon gute Kontrollkarten da drüben. Gib mir was Gutes. Komm. Das ist gut. Jetzt noch irgendwie geschafft hätte. So, okay. Erste Runde geht an uns auf jeden Fall schon mal. Einser Sabak. Willst du überhaupt gewinnen? Na, war halt jetzt keine so ultra lukrative Runde. Vor allem, weil der Boss noch halt so gute Karten hat. Okay, ich muss einfach hier hindrücken. Jetzt sehe ich es wenigstens auch mal. Neue Karte. Thank you.
Das wird euch nicht gefallen. Nehmen wir mal zwei wieder raus. Aber wir ziehen, wir halten. Ich passe. Halte. Ah, das ist natürlich eine Sabak. Gute an. Oh. Komm, würfel bitte schlecht. Okay, top. Das, wir sind eh nur noch zu zweit, ne? Kontrolle. Na dann. Was haben wir denn hier? 6 und 3. Nehmen die. Feuersabak, wenn nicht gut ist, weiß ich es auch nicht. Passe. Also der ein bisschen Geld ausgeben. Ja, halte. Jetzt nicht vorstellen, dass der ein Einser oder so ein Obsabak irgendwie zusammengeregt jetzt. Wisst ihr, was das ist? Ja, ihr habt den Druiden gehört. Sehr schön. Na, wer sagt's denn? Ich glaube, ich hab gewonnen. Ja, ja. Aber bitte ja nichts darauf ein. Gutes Spiel, Boss Nock. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Komm gerne wieder. Ich gewinne es schon alles zurück. Hey, könnte schlimmer sein. Du hättest noch mehr Geld verlieren können. Oh, ich weiß, wenn ich geschlagen bin. Kavis, es heißt, du hättest Boss Nock im Sabak geschlagen. Stimmt das? Natürlich. Ich habe ja einen Ruf zu wahren, oder nicht? Jetzt werden alle Spieler in Mirugana deinen Namen kennen, Kleine. So etwas verbreitet sich schnell. Eventuell bekommst du sogar Einladungen von anderen Planeten. Okay. Genau. Ja, das hier machen wir jetzt anders. Ich gehe jetzt wieder in die Open World. Weil wir auch da, also, zig Sachen noch zu erledigen haben. Ja, mal wieder hier ein paar. Wie man in die reinkommt, wissen wir noch gar nicht, ne? Aber dann fahren wir doch wieder hier hin. Einmal runter, holen die Pike-Daten. Ich glaube, wir können jetzt auch gegen den Wind fahren. Fahren wir. Halt dich fest, Nix. Dann einmal mit unserem Gleiter in die Richtung. Nicht in die Viecher reinfahren. Nicht in die Steine reinfahren. Was mal alles so beachten muss, ne? Richtung.
Mann, so viele Leute. Irgendwo dieser Familienschatz sein. Da waren wir doch schon drin, dachte ich. Einfach. Jawohl. Keinen Mucks, mein Freund. Hinter alten Rukuma-Farm. Versteckt. Wo ist die Rukuma-Farm? Ein Farmer versteckt die Pikes sein Landbestand, die Rubuma Stahlen. Hinter der Farm versteckt. Jetzt ist das Ding ist und hier ist dahinter und da sind Bäume. Auch die einzigen Bäume weit und breit. Psst, schon leise, Kumpel. Probieren wir es aus, würde ich sagen. Genau. Verschwinden wir hier. Wunderbar. Dann. Gehen wir nochmal zu der Wildererstation. Nach hinten. Terminal Hack kennen. Du verrätst uns nie wieder, Bess. Warte mal. Vorsichtig.
Nice. Oh, ich würde es gerne auch machen jetzt. Mann. Ja, okay. Dann nicht. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.